Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Super Marvel Super Heroes. So, wir müssen das Flugzeug erreichen, bevor Magneto es erreicht. Den Kometen erreichen. Das Flugzeug erreichen, um den Kometen zu erreichen, bevor Magneto ihn erreicht. So rum war es. Da wird es auch ein Schuh drauf. Oh nein, ich habe wieder was vergessen. Ja, das, sollten wir auch anmachen. Ja, knapp. Aha. Yeah. Nehmen wir natürlich alles gerne mit. Guck mal, das ist das nächste. Ja, wenn ich alle bekomme, ist nicht so schlimm. So. Oha. Jetzt kriege ich hier gar nichts mehr mit. Das ist ein bisschen zu schnell. So. Aber wir landen in der Stadt. Und immer natürlich schön aufs Knie, weil ne, wir sind Superhelden und kriegen eine gute Rente. So, hier ist wieder so ein Rennding. Dafür... Komm, wir machen das einfach einmal, oder? Ja, okay. Wir klauen einfach Wagen und die Leute haben nichts dagegen. So. Ah! Direkt verkackt. Wow. Wow. Hui. Können wir das überhaupt noch schaffen? Ah, ich bin... Ja, so? Nein, nee, können wir nicht. Ja, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Das, ich weiß, es war sehr, sehr schlecht. So. Jetzt wird's besser. Kein Auto, was uns im Weg steht. Doch, jetzt kommt ein Taxi. Ist egal. Wir brettern einfach durch. So. Ja, abhauen bitte. Aus dem Weg, Freunde. Aus dem Weg. Ah, ein Bus. Ist das euer Ernst? So. Es stockt halt immer noch ein bisschen. Aber da kann ich leider nichts gegen machen. Also das liegt einfach... am Spielport des PCs, würde ich jetzt mal sagen, weil ich habe dieses Problem bei allen Spielen irgendwie ein bisschen. Und, also bei allen Lego, alten Lego-Spielen. Da muss ich sagen, die Skywalker-Saga läuft dahingehend wenigstens recht flüssig. Also da kann ich mich nicht beschweren. Bis jetzt. Oh, guck mal hier, was wir hier haben. Aha, Lieder freigeschaltet. Das ging einfach, oder? Das ging einfach. Nein. Ich wollte schon gern wieder hier rein. Denn jetzt werden wir auch zur nächsten Mission erstmal gehen. Die Stadt werden wir am Ende noch lang genug erkunden. Weil ich hoffe auch einfach, wenn wir ein bisschen länger in der Stadt sind, dass es dann alles flüssiger läuft. So. Leider ist über diese rätselhafte Insel nicht viel bekannt. Aus irgendeinem Grund taucht sie nicht auf unseren Karten auf. Und unsere Karten sind sehr gut. Viel Vegetation und offensichtlich ein paar Militäreinrichtungen. Aber das ist auch schon alles. Hm. Klingt vertrauenswürdig und ist bestimmt keine Falle. Die kopflose Freiheitsstatue. Schwierig. Sorry. Alle Macht liegt nun in meiner Hand. Kurz einen Schluck Tee getrunken. Und da ist die Freiheitsstatue auch weg. Ich sag's euch, die Franzosen werden nicht begeistert sein. Er hat ein ganzes Empfangskomitee. Das wird eine gewagte Landung, Jungs. Warum überhaupt landen? Springen macht viel mehr Spaß. Ja, runter damit, Junge. Auf die Geschütze drauf. Die Lieferung ist da, Director Fury.
Erinnert mich so ein bisschen an Crysis. Na? Springen ist lustig, ne? Ist auf jeden Fall, ich stecke fest. Ganzer Spaß immer. So. Wir kriegen den Sohn nicht raus. Wir müssen was machen. Übrigens, sorry, wenn ich mich ein bisschen räusper. Ich bin leicht erkältet. Aber wirklich nur leicht, zum Glück. Was uns auch kacke wäre. Ich sag's euch, das wäre sonst ziemlich kacke. Ist es jetzt eigentlich schon, aber... ne, so eine leichte Erkältung bleibt bei warm-kalt nicht immer so aus, leider. So, kommen wir da nicht so hoch. Wir kommen da nicht so hoch. Okay, wir müssen unbedingt die hier abwerfen. Oder? Oder auch nicht. Oh, dann müssen wir dagegen schlagen. Okay, wir müssen dagegen schlagen. Und was hat's gebracht? Nichts. Wir kommen nicht an den Blauen ran. Nice. Ah, ärgerlich. Naja gut, ich dachte, wir können da irgendwie dann was machen, aber leider nicht. Ja. So, wir machen erstmal alles kaputt, damit wir den True Believer so schnell wie möglich finden. Oder was heißt finden, damit wir, also finden brauchen wir den nicht, damit wir den True Believer so schnell wie möglich kriegen. So. Dann wollen wir mal das Ding hier aufbauen, ne? Ach, okay. Es pumpt ihn aus dem Boden raus. Ah, da können wir doch ran, oder? Leute. Das war. Ja, yeah. Ja, ich sag's euch. Die Lego-Spiele, wenn ihr viele gespielt habt, dann habt ihr so manche Tricks, habt da raus. So, wir haben ja auch schon fast den True Believer, ne? Krass. So. Ja. Komm, mal 3 nehmen wir uns gerne mit. Ja. Leider nicht mal 4, dafür waren wir zu langsam, aber ist nicht schlimm. Mal 3 geht schon. Und hier könnte sich... Ah, das ist eine Krabbe. Ich dachte gerade, das wäre so ein Geschütz. Was ich sagen wollte, hier kann sich Wolverine auf jeden Fall austoben. Was haben wir denn hier noch? Ah, einen blauen. Ich meine, den nehmen wir mit. Den nehmen wir gerne mit. Besser haben als nicht haben. Dann brauchen wir entweder Johnny oder Iron Man. Also für die goldenen Sachen. So. Okay, das kriegen wir nicht weiter kaputt. Zumindest nicht mit... Können wir das mit ihm? Nee. Das kriegen wir nicht weiter kaputt. So. Aber das hier. Aber das hier. Und da sind... Ja, natürlich. Ah, okay. Ich bin doof. Wir können sie natürlich abwehren. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Okay, da passiert nichts. Ich dachte erst, da passiert was, aber... Warte mal, Moment. Da müsste... Doch, da müsste was passieren, oder? Nee. Ja, das wollte ich. Ich wollte nicht Captain America nehmen und ihn da hinwerfen. Ich wollte auf jeden Fall das so machen, wie es jetzt war. Ich habe ehrlich gesagt, wir müssen Captain America hinwerfen und dass er das Ding halt dann so einschlägt. War jetzt nicht so, also gut. So, mal 3. Oh, da brauchen wir Spidey für. Dann machen wir uns erstmal hier ein bisschen über die Sachen her. Nachdem wir hier die ganzen
Schergen ausgeschaltet haben. Aber mit Captain America geht das nicht so schnell. Der wirft immer sein komisches Schild. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man es jetzt nicht wie bei, der Skywalker-Saga gelöst hat. Da ist nämlich so, dass man Kombos ausführen kann. Die ich nie benutze, weil, ja, man es hier nicht kann. Und ich halt die alten Lego-Spiele jetzt gerade dabei bin, komplett, oder ich daddel die ja komplett durch momentan. Und werde die zu 100% alle abschließen, sobald es möglich ist. Solange kein Bug dazwischen kommt oder sowas. Okay, da haben wir nicht bekommen. Werden wir die auch abschließen. Zu 100%. Und natürlich so bei Spielen wie dem hier. Leider bei den älteren nicht auf Steam. Aber bei den Spielen wie hier können wir auch die... oh, True Believer. Die Erfolge holen alle. Solange sie nicht online sind. Also die Online-Erfolge und sowas, sollten da welche kommen. Ah, nee. Da bin ich raus. Ich finde allgemein so Online-Erfolge, außer vielleicht bei Spielen wie, wie Call of Duty oder so. Auch da, wenn es ein Kampagnenspiel mitgibt. Ich finde so Erfolge für Online-Gameplay, ne? Wo man dann auch so gegen andere Spieler spielen muss und so immer schwierig. Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft. Jaja, wie Hulk oder The Thing. So. Ganz einfach, also warum ich das schwierig finde, weil es halt immer so ein bisschen blöd ist, Online-Erfolge zu holen. Echte Spieler sind manchmal besser als jemand oder als einer selbst oder so. Und die 100% zu erreichen ist dann natürlich auch, ne, sehr gut. Aber ich finde, ja, weiß ich nicht. Es kann natürlich auch, es können auch schwierige Online-Erfolge geben, ohne dass man, Offline-Erfolge geben, ohne dass man online machen muss. Deswegen bin ich froh, dass bis jetzt in den Lego-Spielen, die ich gesehen habe, Skywalker-Saga habe ich noch nicht reingeguckt, weil ich mich da nicht spoilern will. Aber bis jetzt bin ich froh, dass die Lego-Spiele ohne diese Online-Klamotten auskommen, zumindest auf dem PC. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die komplette Saga, wofür es übrigens auf Steam gar keine Erfolge gibt, zumindest früher auch Online-Erfolge mit drin hatte, allerdings nur so zwei Spieler-Erfolge halt, ne? Also jetzt nichts Weltbewegendes. Und ja. Aber ich glaube es nur, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Da können wir gar nicht hoch. Als ich die komplette Saga damals auch für Xbox gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob das schon Ich weiß gar nicht, ob das schon die 360 war oder sogar noch die alte Xbox, aber ich glaube, das war schon die 360. Aber ich muss gerade echt überlegen. Also ich weiß nicht, wirklich nicht mehr, ob es die 360 war oder die normale Xbox. Ist egal jetzt. Nicht zu lange überlegen, ist jetzt egal. Auf jeden Fall, das ist Ewigkeiten her. Also, holy moly, ist das lange her. So, ah ne, warte mal, da ist ja noch, so, die Spinne lassen wir einfach mal. Dafür machen wir die hier fertig. So. Nein! Okay, wir sind nur hier runtergefallen. Ich dachte, wir fallen jetzt ganz runter und alles ist aus. Na komm, wir haben jetzt hier genug Geld gesammelt, oder? Haben wir jetzt hier genug gesammelt? So. Die Tage wird das Spiel übrigens wahrscheinlich nochmal ausfallen. Wie gesagt, ich habe die Woche nach Ostern, falls jetzt Leute das später sehen, habe ich jetzt einen wichtigen Termin mit der Woche. Und, ja, Real Life, Leute, ich sag's euch, das geht vor. Auch wenn Zocken ziemlich lustig ist, aber Real Life ist halt wichtig, ne? Die Sachen sollte man nicht vernachlässigen. Und, meinen Job oder so habe ich halt nicht bei YouTube. Oder Twitch oder so.
Was nicht abwertend klingen soll, ne? Also ich sag mal so, hätte ich die Chance gehabt, irgendwann mal. Hätte ich es gemacht. Warum nicht? Ich meine, mit seinem Hobby Geld verdienen, das, wer will das nicht? So. Aber da es nicht so ist, habe ich halt Termine wahrzunehmen. Wo ist jetzt das Ding? So. Dann mach mal U4. Mach mal U4, das Ding. Ding. So. Das hat mich jetzt so ein bisschen gerade an diese alten Benjo-Kazooie-Teile und so erinnert. Also diese Hochlauf-Sequenz. Wir haben noch kein einziges Dings gefunden, ne? Kein einziges Minikit fällt mir gerade so auf. Aber ich glaube, wir haben auch viele goldene Klamotten und so. Da werden die wahrscheinlich drin sein. Da haben wir jetzt schon 3 Stück. Und natürlich diese ausgrabbaren Sachen am Anfang. Ich weiß nicht, was das war. Es sah aus wie Bomben. Wir hauen einfach mal drauf. Ich habe gehört, das ist eine gute Idee. Hat jemand die Dinosaurier zurückgebracht? Wir haben Dinosaurier, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Was machen Sie hier? Ja, wir haben Dinosaurier. Nice. Oh, guck mal, da ist sogar noch ein riesiger. Oha. Also. Wenn man das macht, ne, vom Ding. Ich will ehrlich sein. Da bin ich dann aber auch ganz, ganz platt. So. Nehmen wir uns alles mit. Na komm. Macht euch weg. Ihr habt keine Chance gegen das Ding. Könnt ihr sowas von vergessen. Können wir da rein mit Captain America? Ist da was drin? Lego-Flammen. Ach so, da oben. Ja, gut. Es ist nicht hier unten, es ist da oben. Ich sehe hier nichts. Ist einfach nur dunkel. Naja. Naja, es ist dunkel halt, ne? So. Ja, können wir hier die Pflanzen, wollte ich sagen. Können wir hier die Flammen löschen. Was ich mich frage, ob das Ding überhaupt Schaden nimmt durch die Flammen. Theoretisch müsste er ja immun sein dagegen. Weil, ne, das ist einfach ein Steinbrocken. So. Ah, hier sehe ich wieder nichts. Okay. Das kriegen wir so leicht nicht weg. Dann gucken wir lieber weiter. So. Wir haben ein bisschen... Ein paar Stuff noch ein bisschen... kaputt. Hä? Ach, wir müssen aufbauen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber das finde ich immer so ein bisschen Käse, dass du was aufbaust, nur um dann danach noch eine Fähigkeit aktivieren zu müssen, ist halt... Das Skelett ist auf jeden Fall auf dem Mond. So. Also, die haben ja... Also gegen das hier haben die ja gar keine Chance, ey. Ey, das Ding ist so krank, ey. So. Ich liebe diese großen Charaktere, ne? Also in echt gar nicht so. In echt feiere ich die Figuren nicht so wirklich. Aber hier im Spiel, da sind die einfach nur absolut Wahnsinn. So. Das war noch so eine rote Kiste. Und da oben war auch noch eine. Keine Sorge, die habe ich gesehen. Die habe ich hier gesehen, da oben. Dann fehlt uns aber immer noch eine. Und wo könnte die sein? Die ist natürlich jetzt die Frage, ne? Wir hätten hier einfach rüberspringen können. Danke für nichts. Ja. Stan, halte durch, wir kommen sofort. So. 3... Oh, wir können erstmal was aufbauen. Machen wir jetzt mal kurz.